vorstellen, mit drei Prinzipien, eine Übung. Jetzt wollen wir eine Arbeitsphase machen. Dazu haben wir drei Gerätegruppen. Einmal Gruppe 1 ist die Matten. Also ihr seht hier, haben wir so Stationskarten gemacht. Da werden gleich drei Gruppen aufgebaut. Das ist einmal hier in der Ecke die Mattengruppe, also mit diesen Matten. Dann einmal die Station mit den Bällen, die Gymnastikbällen und so. Und einmal mit den Terrabändern, die dort sind. Ihr sollt, ihr werdet gleich abgezählt in drei Gruppen. Dann sollt ihr halt in die Gruppen gehen. Da geht ihr mit einem Partner zusammen. Das heißt, der eine, also ihr entwickelt Übungen, der eine macht die Übung und der Partner, der guckt, dass sein Partner halt die Prinzipien einhält, die gerade von Jan Fassin vorgestellt wurden. Dazu haben wir auch gleich noch ein Arbeitsblatt, wo alles draufsteht. Aber jetzt teile ich erstmal die Gruppe ein. Ihr zählt mal selbstständig bis drei, also Reihe für Reihe. Wie fangen wir an? Eins. Drei. Eins. Drei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Eins. So, Gruppe eins. Hier bitte. Bleibt erstmal unten. Nur für die Aufteilung. Ist noch wichtig, wenn es der Pilates ist, also sollte schon ein Ganzkörpertraining sein. Sollte keine Entspannungsstunde sein wie letzte Woche, sondern sollte schon Kräftigungsübungen sein. Das heißt, schaut auch, dass ihr selber euch Gedanken macht, welche Muskulatur ihr jetzt gerade trainiert, weil ihr sollt auch in der nächsten Phase darauf, in dieser Zweiergruppe, hier vorne eure Übungen praktisch vorführen und alle anderen von euch werden die Übungen dann nachmachen. Ja. Das heißt, schaut auch ein bisschen, wenn ihr jetzt in den einzelnen Gruppen seid, nach 5 Minuten werden wir die Gruppen dann wechseln, dass ihr auch Übungen für verschiedene Muskelgruppen euch auswählen könnt. Okay, ansonsten seid ihr relativ frei. Wir werden auch jeder einzelne in einer Gruppe immer da sein und wenn Fragen sind oder ihr keine Ideen habt, könnt ihr uns auch fragen. Oder wenn irgendwas unklar ist. Ansonsten seid ihr auf euch gestellt. Wie gesagt, Gruppe 1, bitte hier, Gruppe 2 dorthin, bitte da hier. Geht erstmal in die Gruppen, dann danach zu machen und wegräumen. Und was?